Ich gebe eine Information zu dem Stand der Dinge, die sich jetzt in der Stadt tun, was unsere, was den Verweil, der Verweilort oder ein anderer Ort angeht. Ich sage nochmal, genehmigt wurde das Aufstellen des Kunstwerks im September von dem Bezirksbeirat, von den Fraktionsvorsitzenden des Stadtes, weil es der Herr Kuhn nicht entscheiden wollte. Und die haben im Zusammenhang mit dem Museumsdirektor Giese entschieden, dass diese drei Kunstwerke hier stehen. Mir ist es dann gelungen, mit dem Kulturamtsleiter doch eine Verlängerung bis Ende Juni zu erreichen. Das war ohne Gemeinderat ein Verwaltungsakt. Da muss man einfach sagen, das ist so gelaufen. Ja, ich möchte keinen Dank, weil natürlich war von uns klar, dass es für immer hier stehen sollte. Und dann war es so, dass die Stadt dem Herrn Link einen Vertrag aufdrängen wollte. Wenn er es nicht abbaut bis Ende Juni, dann baut es die Stadt ab auf seine Kosten. Das wären 25.000 Euro. Der Herr Link ist ein sehr besonderer Künstler. Der unterschreibt solche Verträge natürlich nicht. Und mittlerweile war es so, dass die Presse, ja, das war Südkurier, Südwestpresse und Kontext, immer wieder nachgebohrt haben, was mit diesem Verbleib hier denn sich zeigt. Und es war dann so, dass der Herr Nopper mir, ich hatte im Auftrag, nicht im Auftrag, sondern ja, ich bin halt für den Herrn Lenk hier tätig, ihm geschrieben, ich würde ihm gern das Kunstwerk auch mal zeigen und die Hintergründe, dass er besser entscheiden könne. Ich habe 7 Wochen keine Antwort bekommen. Erst nachdem es in der Presse stand, schrieben sie mir, der Gesprächspartner ist der Herr Lenk und nicht der Herr Spellenberg. Ich soll da Verständnis haben, habe ich auch. Da vergingen wieder Wochen und erst nach der letzten Presseveröffentlichung im Kontext, vor 3 Wochen, hatte dann das Büro beim Herrn Link angerufen, dass der Herr Bürgermeister mit ihm sprechen möchte über den weiteren Verlauf, wie das weitergehen soll mit dem Kunstwerk. Ich mache es kurz. Am Mittwoch, übermorgen, ist das zweite Gespräch. Dort wird die Stadt dem Herrn Link einen oder mehrere Vorschläge machen, wo das Kunstwerk hin soll. Wir gehen davon aus, dass die Stadt es hier nicht weiterhin stehen lassen möchte. Wir von der Unterschriftenaktion, Initiative, die wir gestartet haben im Einvernehmen mit dem Peter Lenk, sind der Meinung, dass es ein stadtgeschichtliches Dokument ist zu dem Thema Stuttgart 21 und deshalb zum Stadtmuseum gehört. Wäre es gestanden, nur da gibt es wirklich im Moment keinen Platz, es kann nur dann unten in dem Tiefbahnhof stehen, nicht, wenn der nicht benutzt wird. Ich muss Ihnen leider sagen, dass der Herr Link ganz fest entschlossen ist, in der 25. Woche es abbauen zu lassen, wenn die Stadt ihm keinen adäquat ähnlichen Platz zur Verfügung stellt. Ich sage es immer spöttisch, wenn es in Untertürkheim, in Wangen oder sonst wo, in Luginsland oder so stehen würde, dann kommt es am Bodensee, das ist ganz klar. Er hat es alles vorbereitet, es liegt jetzt an dem Bürgermeister, was für einen Platz er ihm vorschlägt, der eben hier nicht mehr ist. Das Problem ist nicht der Bürgermeister selber, sondern der Museumsdirektor, Torben Giese ist sein Name, der möchte dieses Kunstwerk hier nicht mehr sehen. Er möchte die Stadt am Meer für 6 Wochen machen. Herr Lenk hat nicht einen Pfennig, der musste noch die Straßensperrung zahlen, den Kran zahlen. Und dieser Event kostet die Stadt 330.000 Euro. Können Sie sich mal sowas vorstellen? Und man ist nicht in der Lage, einem so wertgeschätzten Künstler in Baden-Württemberg und auch in Deutschland ein Kunstwerk in Stuttgart so aufzustellen, wo es hingehört. Ich danke vielmals. Es wird frohen Leichnam sein. Ich hoffe, es wird kein Leichnam, dass der Herr Lenk entscheidet am Donnerstag, ob er Ja sagt zu einem Platz oder ob er es abbaut. Was für uns ganz schlimm ist, es sind ja 1.500 Spender und es waren 150.000 Euro zusammengekommen. Und es ist die Frage, was machen wir in der Woche davor? Da müssen wir sich irgendwie noch was ausdenken. Ich habe im Moment leider keine Lösung. Bitte.
Ja, besetzen, aber wer ist, wer macht's, wie lange? Ja. Also, einfach noch einmal zu überlegen, wir haben noch 2 Wochen Zeit und dann wird's entschieden. Okay, das war's von mir. Einfach nochmals zur Information, weil viel in der Zeitung steht und das ist der Stand der Dinge. Danke. Thank you.